Landesrat in große Aufregung bei den Rüben Bauer. Warum? Die Europäische Union hat im Mai 2018 die Verwendung von Neonics, abgekürzt, verboten. Das gilt für ganz Europa. Das war ein Prozess, der aber viele Jahre gedauert hat, weil klar war und auch wissenschaftlich belegt, dass die Verwendung von Neonics sich einfach für die Natur, für die Umwelt, für die Tiere, aber vor allem für die Menschen negativ auswirkt. Das heißt, gesundheitsgefährdend, gesundheitsschädigend. Mai 2018, das ist klar, dass dann nicht möglich ist, Neonics weiter zu verwenden. Ich war sehr überrascht, weil die Frau Ministerin hat es zu entscheiden, ob sie jetzt trotzdem Neonics zulassen will. Für die Rübenbauern, das schaut so aus, dass einfach hier eine Beize rund um den Samen ist, wo Neonics eben rundherum den Samenkorn schützen soll und eben diese Beize. Und da ist ganz klar, die Ministerin hat die Entscheidung, hat hier aber vorgeschoben, dass sie die Bundesländer befragt. Wir Bundesländer hätten jetzt die Möglichkeit, eine Notfallzulassung für die Ernte 2019 zu erlassen, aber das muss dann die Ministerin entscheiden. Wir Bundesländer in Ostösterreich, wo es Rüben gibt, sind gefragt worden. Ich sage ein klares Nein, weil es gibt andere Spritzmittel. Neonics ist verboten. Für mich ist das rechtlich zweierlei nicht abgesichert. Das erste, ist es überhaupt abgesichert, dass jetzt Österreich sich hinwegsetzt über die Europäische Union? Da gibt es ja gerade auch andere Beispiele wie Frühjahrsjagd für Schnepfen in Niederösterreich, wo die bereits in ein Vertragsverletzungsverfahren drinnen sind, auch andere. Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass man das darf? Zum Zweiten, da gibt es ja eine andere Möglichkeit, nämlich andere Spritzmittel. Und das, was ich eigentlich schäbig finde, ist, dass man hier die Rübenbauern im Regen stehen lässt, sie quasi jetzt in den schwarzen Peter zuschiebt, dass sie das jetzt verwenden sollen, obwohl es andere Mittel gibt. Das hätte man längst erledigen können, anders lösen und nicht, dass die Rübenbauern jetzt als die dastehen, die das trotzdem wollen. Das hätte viel, viel früher organisiert gehört. Und noch einmal, ja, die Rübenbauern haben wirtschaftliche Probleme, die hängen aber damit zusammen, dass hier die Quote aufgehoben wurde bei den Zuckerrüben und dass seitdem ein absoluter Preisverfall ist. Das merkt man auch im Burgenland, weil wir früher über 4000 Hektar Zuckerrübenanbau gehabt haben und jetzt haben wir nicht einmal mehr genau 3000, weil sich einfach das nicht lohnt. Und ich verstehe die Rübenbauern, dass die natürlich jetzt auf das wirtschaftliche Überleben schauen müssen, aber Neonics ist keine Lösung und schon gar nicht fürs Burgenland. Und das sage ich ganz klar, ich habe in einem runden Tisch, zu dem ich geladen habe, diskutiert, Vertreter der Umweltorganisationen, Vertreter der Rübenbauern, der Landwirtschaftskammer, unser Umweltanwalt war dabei eingeladen und wir haben diese Möglichkeiten aufgezeichnet. Es gibt diese Möglichkeiten und daher von mir aus wird es Neonics-Verwendung im Burgenland nicht geben. Die Gesundheit der Menschen ist viel zu wichtig.